Ja, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Let's Play Today. Ich bin's, euer Tom Thompson. Die, die hier regelmäßig schauen, die wissen, die kennen mich. Und wir machen direkt hier an dieser Stelle weiter. Und gehen in die Katakomben. So. Schauen wir mal. Ach so, okay, das war hier. Okay, warte, ich weiß, was wir machen müssen. Und zwar müssen wir das, das, das und das benutzen. Also. Der Kreislauf der zwei Monde scheint der Schlüssel zum Zerstören der Barriere zu sein. Ach so, das ist ganz hinten. Genau. So. Den. Dann nicht den, sondern den. Dann den Vollmond. So, und dann den forzierten zunehmenden Mond. Die Barriere wurde zerstört. Na, haben wir schon. Aber bevor wir weitermachen, muss ich mit euch sprechen. So, bevor ich mit dir weitermache, muss ich mal kurz was schauen, denn ich habe hier gestern irgendwas gefunden, das weiß ich. Ich glaube, es war ein Rezept Korund, das ist zum Verzieren. Eigentlich könnte ich das Gelumpe sammeln, aber es bringt mir in dem Falle nicht viel. Ich müsste es dann auch immer wieder wegbringen, regelmäßig. Warte mal, hier war es nicht. Ich hatte was gefunden gehabt. Und das war, ja gut, man muss dazu sagen, diese Fundorte, die sind von Charakter zu Charakter komplett verschieden. Also das heißt nicht, dass wenn ihr ein was mit dem Charakter gefunden habt, dass ihr das mit den anderen Charakter genau an derselben Stelle findet. Das ist Quatsch. Denn diese Spawnorte für das ganze Zeug, was ihr findet, ist immer anders. So. Was haben wir denn hier oben? Nix. Wie Sie sehen, sehen Sie nix. So. Okay, machen wir das. Als wir den Tempel betraten, hat das Skelett angedeutet, dass Rorelion in großer Gefahr sei. Ich werde nicht zulassen, dass mich vage Drohungen von meinem Meister fernhalten. Aber Rorelion ist zu wichtig, um ihn zu verlieren. Vielleicht sollten wir nachdenken, bevor wir handeln. Ich habe einen übelsten Schreibfehler entdeckt. Pass mal auf, schaut mal an der dritten Zeile. Ich werde nicht zulassen, dass mich vage mit V und A, also einem A geschrieben, Drohungen, vage. Ich weiß jetzt nicht, ob vage Drohungen von der Waage kommt. Dann wäre das ja mit W und Doppel-A geschrieben. Oder einfach nur von Waag, was glaube ich mit ein A geschrieben wird, aber trotzdem mit W. Also wieso steht da Wage? Ist das englische Wort für Waage Wage? Wurde es einfach nicht übersetzt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr komisch. Waage. Okay. Das wollte ich euch bloß mal kurz sagen. Warum ist Rorelion so wichtig? Das Dominion vertraut auf Rorelion wegen seiner klaren Urteilskraft. Er hat zahlreiche Schüler in den Wegen der Magiker unterwiesen, darunter auch einige Berater der Königin. Seine Rolle in dieser Invasion ist von alles entscheidender Bedeutung für unsere zukünftigen Erfolge. Wenn ihm irgendetwas zustoßen würde. Ich werde tun, was ich kann, um Rorelion zu beschützen. Vielen Dank. Wir sollten weitergehen. Okay. Ich wollte noch mal kurz dazu sagen, dass jetzt hier ein Schreibfehler drin ist. Ist natürlich nicht so schlimm, denn das kann passieren bei so einem textlastigen Spiel. Oder, ja. Der ist sehr textlastig, gerade was Bücher und alles betrifft. Deswegen ist das in Ordnung.
Wir haben den trauernden Stein auf diesem Podest gefunden. Wartet! Das ist Rorelion! Was macht er dort oben? Ja, ist hier ins Tagebuch. Rocken. Ja, wir brauchen Rocken. Ich muss mir mal mein Zettel zur Hand nehmen. So, und ich muss mal das Licht anmachen, denn es ist dunkel bei mir. So. Natürlich hat jemand das Licht am Lichtschalter ausgeschalten. Entschuldigt mal kurz, es tut mir leid. So, was haben wir? Rocken, Jasmin und Ginkgo. Okay. Rocken, Jasmin nehmen wir mit. Minze brauchen wir nicht. So. Komm, lass mich durch. So, wir gucken erstmal kurz hier rum. Was wir hier so haben. Ein Wassereimer. Müssen wir mal den Laptop ein bisschen ranziehen. Hier scheint nichts weiter zu sein. Nope. Okay. Gehen wir mal hierher. So große Ohren und ihr hört immer noch nicht zu. Vielleicht braucht ihr ein paar Veränderungen. Es gab eine Zeit, in der der Klang von Uldur den Schrecken Tausender bestimmte. Wer ist Uldur? Nun, das bin ich. Ich bin Uldur. Ich sehe schon, dass euch euer Dominion nichts über mein Volk lehrt. Ich sollte nicht über euer Unwissen klagen. Ihr Narren habt Jahrhunderte der Gefangenschaft beendet, als ihr den trauernden Stein entfernt habt. Was ist der trauernde Stein genau? Den trauernden Stein, den haben wir ganz am Anfang gesehen. Das ist dieses Wasserding, wo ich mich gewundert habe, warum das so Wasser spritzt, diese Wasserkugel. Ganz am Anfang. Kümmert euch nicht um diesen verfluchten blauen Stein. Ich bin im Begriff, die volle Pracht und Herrlichkeit meiner Garderobe wiederherzustellen. Schaut euch Rorelion an. Was für eine Leuchtkraft. Ich könnte mehr wie ihn gebrauchen, aber für den feinsten Mantel muss man oft einen ganzen Ballen Seide vernähen. Lasst Rorelion sofort frei. Oh, ich glaube, ich werde ihn behalten. Zumindest so lange, bis mein Beschwörungsritual ihn aufgezehrt hat. Wisst ihr, Untote sind alle so fahlgelb. Aber ich bin gern bereit, mich in Hunderte von schäbigen Lumpen zu hüllen, wenn ich dadurch nur an die farbenfroheren Gewandungen am Adlerstrand komme. Das kann ich euch nicht tun lassen. Dann ertrinkt in einem Meer aus Knochen. Ja, alles klar, das werden wir nicht tun. Lasst Rorelion jetzt in Ruhe. Wir müssen das Beschwörungsritual unterbrechen. Ich werde die Knochenhaufen zerstören, wenn... Es wird einen Moment dauern, den Zirkel zu schwächen. Haltet die Untoten von mir fern! So, hat die das hier jetzt... Hat sie gebacken gekriegt, einmal frei? Haben wir hier den noch? Letzter Zirkel.
Wir können es schaffen! Wir müssen es schaffen! Geht! Helft meinem Meister! Ich bin direkt hinter euch! Bleibt zurück! Ulnur! Verschwindet aus meinem Körper! Jetzt! Können wir uns gerade nicht bewegen? Niemand befehligt Ulnur! So, jetzt wird's interessant. Dietrich. Sternmetall. So. So. Ulnur, ich befehle es euch. Bei den Tränen der zwei Monde kehrt zu eurem Gefängnis zurück. Ach, das wird mich nicht lange gefangen halten. Ihr seid mit Gadwin verbündet, nicht? Deaktiviert diese Fallen, damit sie sicher zu uns gelangen kann. Gibt's auch, glaube ich, nichts Interessantes, was ich jetzt... Ach, guck mal, doch. Das habe ich zum Beispiel nicht entdeckt. Vielleicht gibt's hier was. Doch, das habe ich entdeckt. Und hier gibt's natürlich nichts Interessantes. War ja klar. So. Gehen wir mal hierher. Rorelion. Trotz all meines Wissens war der Einfluss von Ulnur auf mich vollkommen. Ohne euer rechtzeitiges Eingreifen wäre ich wenig mehr als eine Marionette. Seid ihr verletzt? Nur mein Stolz ist etwas angekratzt. Aber wir haben ein dringenderes Anliegen. Als Ulnur meine Gedanken las, konnte ich auch seine lesen. Er hat vor, noch vor dem nächsten Morgengrauen Kenatis Rast mit einer Horde von Untoten zu überrennen und zu versklaven. Wie ist das möglich? Ulnur war ein mächtiger Maorma-Zauberer, der gelernt hat, wie er seinen Geist von seinem Körper trennen kann, und zwar selbst noch nach dem Tod. Er kann hunderte von willenlosen Formen gleichzeitig tragen. Zum Glück kenne ich seine Schwäche. Wie kann man denn nach dem Tod seinen Geist von dem Körper trennen, wenn man doch gar keinen Körper mehr hat? Okay. Was für eine Schwäche. Der endlose Wasservorrat des trauernden Steins hat den Geist von Ulnur an seinen Körper gebunden. Als Ealzil den trauernden Stein aus dem Tempel entfernt hat, hat er damit Ulnur befreit. Wieder einmal bedeuten die schlampigen Methoden von Ealzil beinahe meinen Tod. Wie können wir das Gefängnis von Ulnur wieder instand setzen? Diese Edelsteine bündeln die Kraft des trauernden Steins. Ulnur hat sie mich aus seinem Grabmal entfernen lassen. Ich schlage vor, dass Gadwin den trauernden Stein vom Adlerstrand zurückholt. In der Zwischenzeit können wir das Gefängnis von Ulnur instand setzen. Ganz einfach.
Was ist der trauernde Stein? Das Herzstück dieses alten Khajiit-Tempels. Nach der Schreckensherrschaft von Uldur gaben die Meereselfen ihn an die Khajiit, damit er zum Schlüssel für sein Gefängnis werden konnte. Ach, verdammt, ey. Ich habe mein Handy schon leise gedreht. Das tut mir leid, wartet mal. Es war nämlich jetzt nicht der Klingel, also ich wurde nicht angerufen, das war ein Wecker, weil ich was Wichtiges machen musste um diese Uhrzeit. Und ich habe ihn vergessen auszustellen. So, ich habe ihn mal eben ausgestellt, das tut mir sehr leid. So, die nächste Frage. Bin ich in Gefahr, getragen zu werden? Was auch immer das bedeuten soll. Nein, und genau deshalb müssen wir beide es sein, die das Grabmal betreten. Nachdem er euch durch meine Augen sah, schien er überzeugt davon, dass es ihn vernichten würde, euch zu tragen. Aus irgendeinem Grund fürchtet er euch. Ach, ich verstehe. Er meint, mit getragen zu werden, ob er ihn aufnehmen kann als Körper, sozusagen. Okay, wenn er mich nicht beeinflussen kann, sollte ich das Grabmal allein betreten? Nein, wir müssen das Grabmal gemeinsam betreten. Obwohl er euch nicht tragen kann, könnt ihr euch mit seiner Magie dennoch mühelos auslöschen. Wir haben nur dann eine Chance, ihn zu besiegen, wenn wir seine Aufmerksamkeit unter uns aufteilen. Ich muss unbedingt diese PlayStation als primär einstellen, damit diese Meldung nicht mehr kommt. Ich habe meine Lizenzen mittlerweile erneuert und trotzdem geht es nicht, weil ich habe mich mal kundig gemacht, was man dagegen machen kann, gegen diese Meldung. Und du kannst halt nur die Lizenzen erneuern und du musst deine PlayStation als primär einstellen. Was ich in dem Falle aber nicht habe, weil es noch eine andere PlayStation gibt, die primär eingestellt ist von mir. Und die habe ich nicht mehr und deswegen kann ich das auf der PlayStation nicht mehr abstellen. Also muss ich erst auf diese komische Seite und so weiter und so fort. Das werde ich heute noch machen. Okay, ich bin bereit, mich Uldur zu stellen. Meister, ich weiß, was ihr plant. Ich werde nicht zulassen, dass ihr euer Leben wegwerft. So, jetzt wird's interessant. Aurelion will, dass Uldur ihn in Besitz nimmt. Sie werden beide für immer in diesem Grab eingesperrt sein. Aber so muss es nicht sein. Sperrt mich darin ein. Warum solltet ihr den Platz eures Meisters einnehmen? Aurelion ist zu wichtig für das Dominion, als dass er verloren gehen darf. Außerdem haben wir beide doch gesehen, wie sehr das Beschwörungsritual meinen Meister geschwächt hat. Mir gefällt das alles nicht. Bitte helft mir, Aurelion zu überzeugen. Ich werde mich gerne in diesem Grabmal einsperren lassen, um meinen Meister zu verschonen. Uldur ist eine Gefahr für die gesamte Insel. Ich muss mir erst die Meinung von Aurelion anhören, bevor ich eine Entscheidung fälle, oder? In Ordnung, ich werde euch im Grabmal einsperren und euren Meister verschonen, um euren Meister zu verschonen. Wir sollten uns beeilen. Uldur wird nicht lange gefangen sein. Gatwin möchte euren Platz im Grabmal einnehmen. Ach, das ist Wahnsinn. Ich habe schon so viele Sommer erlebt. Meine größte Leistung war es, Gatwin zu jemandem aufblühen zu sehen, der meine eigenen Taten in den Schatten stellen wird. Nein, sie muss den trauernden Stein zurückholen. Wir beide sollten uns Uldur stellen. So, also ich werde das jetzt folgender machen. Ich werde ihn jetzt einsperren, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich in den anderen Fall, in dem anderen Charakter, die Alte eingesperrt habe. Also werde ich es jetzt einfach mal so rummachen, dann kenne ich beide Versionen. So. Dann sollten wir keine Zeit mehr vergeuden. Ich bin bereit. Wir können das nicht tun, Meister. Das Dominion wird ohne mich gedeihen. Es ist viel stärker, als es weiß. Dann sollte ich den trauernden Stein bergen. Leb wohl, Aurelion. Ich... So. Ich weiß, Gatwin, ich weiß.
Ihr? Ich werde keine vergiftete Kleidung tragen. Ich habe noch einmal überlegt, was man mit vereinter Macht erreichen könnte, Uldur. Ich gebe mich freiwillig dafür hin. Ich wusste, dass die Macht euch verlocken würde. Sehr gut. Beeilung! Platziert die Tränen der zwei Monde auf den Podesten. Verdammter Narr! Ich werde euren Freund in Asche verwandeln. Ihr werdet dieses Grab nicht lebend verlassen. Ich werde mich nicht von schmutziger Kleidung verspotten lassen. Wertloser Lumpen! Dieses Grab kann mich nicht für immer gefangen halten. So. Los, schnell! Ich spüre, wie die Schwäche von Uldur schwindet. Beeilt euch und berichtet Gadwen vom Erfolg des Plans. Aber trauert nicht um mich, Freund. Ich habe ein nützliches Schicksal verdient. Nur wenige können das sagen. Was wird mit euch geschehen? Uldur wird mich am Leben erhalten. Lieber ein lebender Körper als ein staubiges altes Skelett, schätze ich. Ich hatte immer gehofft, einmal mehr Zeit zum Meditieren zu haben. Aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Lebt wohl, mein Freund. Ihr seid ein Vorbild, nach dem alle im Dominion streben sollten. Lebt wohl, Rorelion. So. Mal kurz geguckt, welches Level wir sind. Es ist geschafft, nicht wahr? Rorelion ist da drinnen mit dem Monster eingesperrt. Rorelion hat jeden auf dieser Insel gerettet. Vergebt mir. Uldur durfte nicht frei auf dieser Insel herumlaufen. Es musste etwas getan werden und ihr hattet die Stärke, das zu erkennen, was ich nicht zu erkennen vermochte. Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde dafür sorgen, dass der trauernde Stein jederzeit gut bewacht wird. Ich sollte einen vollständigen Bericht verfassen, damit das Dominion die Bedrohung begreift, die Fähigkeiten von Uldur darstellen. Was ist mit Rorelion? Es bringt nichts, über die Vergangenheit zu klagen. Rorelion lebt und das bedeutet, dass es noch Hoffnung gibt. Er ist ein großer Mann, ein guter Mann. Es schert mich nicht, wie lange es dauert. Ich werde einen Weg finden, ihn von diesem Monster zu befreien. Gut, wir schließen die Quest ab. Vergebt mir. Ihr habt so viel getan, um einer Fremden zu helfen. Das werde ich euch nicht vergessen. Ich kann ein Portal zum Tempelhof öffnen, wenn ihr wollt. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Bitte sehr. Beeilt euch. Es bleibt nicht lange offen.